die Frankfurt oder auch Krähe ist ein sehr gutes Bodenangriffsflugzeug, das fast alle Ziele auf dem Schlachtfeld zerstören kann. In dieser Lektion lernen wir, die Su-25T zu starten, zu rollen und von der Startbahn abzuheben. Zuerst müssen wir die Stromversorgung aktivieren. Da das elektrische System eingeschaltet wurde, sehen Sie, wie das Heads-Up-Display kurz hat, zum Leben erweckt wird und weitere Instrumente und Cockpit-Lampen eingeschaltet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Einschalten der elektrischen Systeme für mindestens 3 Minuten nicht rollen, um dem Agent-Eye genug Zeit zur Kalibrierung zu lassen. Da wir jetzt Strom haben, sollten wir die Positionslichter mit Rechtssteuerung L einschalten. Thank you.
Triebwerke. Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass der Schubhebel auf der Nullstellung steht. Starten Sie nun das linke Triebwerk mit rechts Halt und Position 1. Mit dem laufenden linken Triebwerk drücken Sie Rechtssteuerung und Position 1, um das rechte Triebwerk umzufahren.
Thank you.
Chapter 121.